Moin! In diesem Video zeige ich dir heute, wie du die Flughöhe deines Mikrocopters mit Hilfe eines Lasers automatisch anpassen kannst. Damit der Copter seine Flughöhe automatisch halten kann, nutzt unsere Flugsteuerung einen barometrischen Luftdrucksensor. Die aktuelle Flughöhe können wir dann über die Telemetrie an unserer Fernsteuerung ablesen. Die Messung der Höhe beginnt dabei immer mit 0 Metern am Startpunkt, also dort, wo wir unseren Copter starten. Fliegen wir nun von Punkt A zu Punkt B, bleibt der Copter immer auf gleicher Flughöhe. Starten wir den Flug von einem tieferen Startpunkt, ist der Flug der gleiche. Wir müssen nur auf Hindernisse aufpassen. Ups! Damit so etwas nicht passiert, fliegen wir in der Regel mit einem genügend großen Abstand. Was aber, wenn wir den Höhen und Tiefen der Landschaft folgen wollen? Wir können natürlich die Höhe über die Fernsteuerung manuell anpassen. Oder bei einem Wegpunkteflug entsprechende Höhen über Wegpunkte vorgeben. Das Ganze geht jetzt aber auch deutlich einfacher, und zwar mit Hilfe eines Lasers. Ab der Softwareversion 2.22 kann über diesen Laser nun auch die automatische Höhenanpassung erfolgen. Und das nicht nur im Nahbereich, wie es die meisten machen, sondern bis zu 120 Metern Höhe. Hierfür montieren wir den Laser dann mit freiem Blick nach unten an unseren Mikrocopter. Da nicht jedes Gelände gleich ist, unser Copter vielleicht auch nicht jedem Hindernis, also Baum, Haus oder Zaun, in der Höhe folgen soll, können wir die Empfindlichkeit über ein Potentiometer an der Fernsteuerung individuell anpassen. Wie das Ganze dann im Flug mit automatischer Höhenanpassung aussieht, sehen wir in folgendem Einspieler. Dann wollen wir mal. Wir bringen unseren Copter auf Flughöhe, aktivieren den Laser und los geht es. Sie fragen sich, wo in Ostfriesland können wir am besten Höhenunterschiede testen? Nun, genau hierfür wurden unsere Deiche gebaut. Und um kein Naturschutzgebiet zu verletzen, nutzen wir einen Binnendeichabschnitt, an dem wir fliegen dürfen. Aber Moment! Den Überflug schauen wir uns noch einmal an. Und für die bessere Übersicht mit Hilfslinie vom Deichrücken. Und bitte! Das macht unser Mikrocopter doch ganz hervorragend. So kann ein Gelände doch schnell und effektiv überflogen werden. Ich wünsche nun viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Mikrocopter.